Bevor das Video beginnt, auf meinem Kanal findet ihr Rotation zu sämtlichen Klassen und das Besondere daran ist, ich zeige euch, wie ihr das Ganze mit nur einem Knopfdruck macht. Zudem gibt es regelmäßige News-Updates. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Moin, meine Damen und Herren, damit herzlich willkommen zum Video. Heute geht es um den Retri-Paladin, den haben wir uns vorgeknüpft und ich werde euch einiges zum Retri-Paladin erklären. Ja, Patch 9.1 ist raus. Klar, jetzt kommen neue Klassenguides. Ich freue mich schon wahnsinnig drauf. Retri-Paladin wird einer meiner Main-Klassen. Und ich habe da ein bisschen was für euch vorbereitet. Hab das auch schon getestet und das läuft auch sehr, sehr gut auch in Dungeons. Und sowieso im Raid, also Wahnsinn, echt jetzt sehr, sehr geile Makros. Ja, Leute, ich würde sagen, lasst uns erst einmal anfangen. Ganz normaler Guide. Wir machen einen ganz normalen Guide. Ich werde euch die Rotation noch erklären. Alles drum und dran, rund um den Retri-Paladin. Lasst uns mal anfangen. Ja, genau. Ach, genau, wenn euch Retri-Paladin gefallen, lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da. Auf meinem Kanal findet ihr sonst auch noch andere Videos zu anderen Klassen. Ja, würde mich auf jeden Fall wahnsinnig freuen und mit einem Daumen nach oben unterstützt ihr mich natürlich wahnsinnig. Genau, lasst uns mal die Talente angucken. Ja, die Talente. Es ist so. Ja, Talente. Ich nehme bevorzugt Todesurteil mit. Ich mag Todesurteil im PvP, PvE unheimlich gerne. Ich finde das einfach sehr, sehr stark. Und deswegen wird der Guide auch hier drum handeln, um das Todesurteil, finde ich wirklich sehr, sehr stark. Eifer und rechtschaffenes Urteil kann man natürlich auch mitnehmen, ja. Aber ich bevorzuge auf jeden Fall ganz, ganz klar Todesurteil. Im AOE nehmen wir die himmlische Macht mit und im Single-Target Klinge des Zorns, blendendes Licht oder Faustdick Gerechtigkeit nehmen wir mit. Ja, genau, ich habe jetzt hier blendendes Licht drin, aber es ist ganz egal. Für Dungeons nehme ich Faustdick Gerechtigkeit mit. Unbeugsamer Geist, ja. Ganz, ganz wichtiges Talent, Seraphim. Seraphim, wahnsinniger Burst. Also, damit macht die richtig Schaden. Heilende Hände nehme ich mit. Einfach nur, das ist, das bringt euch ein bisschen Utility. Ja, genau. Letzte Abrechnung. Ich habe zwei Talente, auf die ich hier eingehen werde. Und zwar einmal letzte Abrechnung. Das ist das Talent, was ich überwiegend mitnehme, was, womit ich spiele. Ja, es gibt aber auch einige unter euch, die gerne mit geweihten Zorn spielen im AOE. Und dafür habe ich auch ein bisschen was vorbereitet und das sehen wir uns dann nochmal später an. Auf jeden Fall letzte Abrechnung, wahnsinniger Cooldown, wahnsinniger Schaden, Top-Talent. Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr stark. Kommen wir nun mal zu den Stats, zu den Werten. Und zwar ist es so, es gibt einige Liebhaber unter euch, die spielen gerne mit Tempo. Ich spiele mit Meisterschaft. Meisterschaft erhöht euren Heiligschaden und das sorgt für wahnsinnige Burst-Spitzen. Und ich meine, wir sind Retri-Paladin. Burst ist alles. Also Burst, der ist Wahnsinn. Ja, genau. Ich würde sagen, Meisterschaft, Tempo und danach kommt Crit und Vielseitigkeit. Ne? Meisterschaft, Tempo, Crit und Vielseitigkeit. Das sind so die Werte, auf die ihr achten solltet, die ihr mitnehmen solltet. Natürlich könnt ihr das Ganze noch aussimmen. Judy, Leute, ich würde sagen, lasst uns mal weitermachen mit den Konduido, mit dem Pakt. Ja, Leute, bleibt dran. Gleich kommen wir zur Rotation und da werdet ihr eine meiner Spezialitäten sehen, ne? Genau. Judy, Kyrianer-Pakt. Ich habe hier den Kyrianer-Pakt mitgenommen. Ich finde den Kyrianer-Pakt aktuell am besten. Und die Legendaries, die ich mitnehme, ach, die Legendaries, die Kondi, die ich mitnehme, sind ganz, ganz klar hier tugendhafter Befehl und Rechtfertigung des Templers. Das sind so die Konduits, die ich mitnehme. Ansonsten können wir schlichtweg durchgehen, defensive Konduits mitnehmen oder hier auch ein Finesse-Konduit. Hier werde ich noch einen Potenz-Konduit mitnehmen. Das wird entweder das mit dem göttlichen Glockenschlag werden, also das von unserer Paktfähigkeit. Oder mal schauen, vielleicht swap ich auch zu dieser Aschewelle über. Das werden wir dann ja noch später sehen. Auf jeden Fall könnt ihr euch die beiden schon mal merken. Da könnt ihr auch dann gerne schon mal ausprobieren, solltet ihr das freigeschaltet haben. Ich würde eher jetzt aktuell zur Ascheweihung tendieren. Es ist allerdings auch so, dass wir kommen auch gleich nochmal zu den Legendaries. Es ist auch so, es gibt einen Legendary für den göttlichen Glockenschlag. Und da würde ich ganz, ganz klar zu 100% läuternde Klarheit mitnehmen. Spreche ich aber gleich nochmal an. Ja? Ja, es gibt, im Grunde genommen gibt es drei Legendaries. Es gibt drei Legendaries, die wir mitnehmen. Und zwar ist einmal Sturm des Lichtbringers, ganz, ganz klar, fürs AOE. Letztes Urteil, wahnsinnig stark im Single-Target. Das nehmen wir im Single-Target mit und im Raid. Oder halt, sollten wir in Mythic Plus eine Single-Target-Gruppe, einen Single-Targeter brauchen, dann nehmen wir halt auf jeden Fall auch das mit. Allerdings in Mythic Plus würde ich auf jeden Fall immer auf Sturm des Lichtbringers zurückgreifen. Ja, kommen wir mal zu dem Legendary für den Kyrianer-Pakt. Das Legendary hat es wirklich in sich.
Und zwar nach dem Einsatz von göttlicher Glockenschlag setzt ihr sofort ein Richturteil ein. Ja, das heißt, ihr habt nicht nur diese Proc-Chance auf diese wahnsinnigen vielen Richturteile, sondern ihr setzt auch sofort nochmal 100% eins ein, was sehr, sehr stark ist. Und dann kommt der Hammer. Dann kommt der Hammer. Alle 5 Sekunden setzt ihr ein Richturteil ein und dieser Effekt hält 30 Sekunden. Oder wisst ihr, was das heißt? Das sind dann insgesamt hier, weil wir das erste Richturteil ja sofort zu Anfang machen, 6 Richturteile. 6 Richturteile. Und das heißt, wir können eine Rotation bauen, wo wir jedes Mal ein Finisher-Move machen, mit vorher der Richturteil-Verstärkung. Macht die Rotation auf jeden Fall komplizierter. Allerdings anhand meiner Makros das Ganze einfach. Ja? Genau, wird das Ganze einfach. Gut, Leute, ich würde sagen, das war's mit den Legendaries. Ach genau, ich habe noch ein Legendary, worüber ich sprechen möchte. Und zwar Hammer des Zorns. Ganz, ganz klar für den Ventyr-Pakt. Das ist gut für den Ventyr-Pakt. Das könnt ihr mitnehmen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich denke mal, allerdings die meisten von euch werden Kyriana spielen. Ja, lasst uns mal weitermachen. Und jetzt geht's auch schon los in die Single-Target-Rotation. Da freue ich mich ja schon drauf. Ja, Leute, so wie ihr mich kennt, so sind auch meine Verschbrecher legendär. Wir fangen natürlich an mit der AOE-Rotation, ne? Nicht mit der Single-Target-Rotation. Lass uns mal loslegen hier mit der AOE-Rotation. Genau, hier unten, auf der 1. Ja, da unten auf der 1, da habe ich das Makro laufen. Hier seht ihr die Rotation. Das ist die Rotation, die ich fahre. Da könnt ihr auch, falls ihr ohne Makro spielen wollt, könnt ihr auch dann dort euch die Rotation entnehmen und nachmachen. Ne? Genau, ich benutze natürlich ein Trinket zu Anfang und habe hier keine Pots oder sonstiges drin. Lass uns einfach mal anfangen hier. Zack, ne? Zack, Trinket. So, und das ist die AOE-Rotation. Ja, wir bauen erstmal natürlich ein bisschen was auf. Ne? Dann setzen wir noch eine Weihe hier. Zack, und gleich kommt der Schaden. So, jetzt geht's nämlich los hier. Wir nehmen natürlich auch die letzte Abrechnung mit. Verteilen unseren göttlichen Glockenschlag hier noch einmal wahnsinnig. Zack, zack. Und die, genau, die Procs, die nehmen wir natürlich mit. Jetzt habe ich hier am Ende nochmal einen Templars Verdict mitgenommen. Ich habe meinen göttlichen Sturm normalerweise auf der 4. Ne? Den Templars Verdict, das ändert ihr natürlich um in göttlicher Sturm. Ne? Und ihr werdet lachen, ich habe einen Heiler. Ich habe einen Heiler Legendary an. Ne? Ich habe einen Heiler Legendary an. Und jetzt überlegt euch mal, ihr würdet nochmal mit diesem göttlichen Sturm Legendary nochmal mehr AOE reinhauen. Das wäre echt, das ist Wahnsinn. Richtig, richtig stark und sehr, sehr gut. Genau, die kurze, also ich habe mehr Rotationen. Einmal jetzt diese Burst-Rotation und ich werde euch noch eine Quick-Burst-Rotation zeigen. Dafür braucht ihr keine Wings. Ne? Ihr braucht dafür keine Flügel, sondern lediglich euren 1-Minuten-Cooldown. Das heißt, ihr könnt das von Trashpack zu Trashpack benutzen oder im Bosskampf halt durchaus auch sehr oft. Ja, Juli, am Ende sage ich nochmal ein bisschen was. Lass ich nochmal ein paar Worte fallen zum Paladin. Falls ihr komplette Neueinsteiger seid, lasst ihr da noch ein paar Worte fallen. Lasst uns mal zur Single-Target-Rotation kommen für letzte Abrechnung. Das war jetzt die AOE-Rotation für letzte Abrechnung. Und wir kommen dann gleich zur Single-Target-Rotation, ne, für die letzte Abrechnung. Und dann warte ich nochmal schnell hier die Cooldowns ab. Okay, liebe World of Warcraft-Freunde, lasst uns anfangen mit der Single-Target-Rotation. Lasst mir einen Daumen nach oben da und ein Abo, wenn euch das Video gefällt. Würde mich auf jeden Fall wahnsinnig supporten und vor allem auch wahnsinnig freuen. Rockt mir die Kommentare. Ja, das ist auch sehr, sehr super. Ich versuche immer darauf zu antworten. Ja? Juti, wir fangen an mit der Single-Target-Rotation. Zack, wir benutzen natürlich wieder unseren Trinket. Auf geht's in die Single-Target-Rotation. Die ist natürlich ein ganzer Zeit ein wenig anders, aber zur letzten Abrechnung werde ich euch gleich nochmal ein bisschen was erklären. Nicht für die letzte Abrechnung, sondern... Das hier. Gutes Urteil. Da habe ich mir noch ein bisschen was zu erklären. Und ihr seht, der Single-Target-Schaden, der kann sich gut sehen lassen. Ich habe natürlich hier kein Legendary an. Wir werden das Ganze noch einmal mit einem Urteil des Templars. Und das ist so die Single-Target-Rotation. Mit einem Legendary wäre das Ganze natürlich noch um einiges stärker. Ich habe jetzt hier auch nicht alles auf 220 hochgeballert. Ich bin gerade dabei, alles auf Rivale hochzukriegen. Ne? Ich muss noch ein bisschen Ehre farmen, ein bisschen PvP machen. Ne? Mich würde es auf jeden Fall, ich mache auch sehr, sehr gerne PvP. Juli, Leute, lasst uns mal weitermachen mit der AOE und Single-Target-Rotation für weiter Zorn. Ne? Und dann zeige ich euch gleich nochmal eine Quick-Burst-Rotation, die ihr sowieso gut einsetzen könnt. Ach genau, Todesurteil, da wollte ich nochmal drauf zu sprechen kommen. Es ist ganz, ganz wichtig, es ist unglaublich wichtig, dass ihr dieses Todesurteil benutzt. Es muss aber ein Lichtrichturteil-Proc auf dem Gegner sein. Das verstärkt das Ganze nochmal ungemein.
Das ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass ihr, bevor ihr Todesurteil benutzt, auf jeden Fall ein Richturteil raushaut. Super, super wichtig. Ja? Routine. Lass uns mal weitermachen mit der AOE-Rotation, für wir weiter zu haben. So, wir zünden natürlich wieder vorher unser Trinket. Jetzt haben wir hier den geweihten Zorn drin und lass uns mal loslegen hier mit der AOE-Rotation. Ja, die AOE-Rotation ist im Grunde genommen ähnlich aufgestellt wie die Rotation davor, nur dass wir jetzt halt die letzte Abrechnung nicht mit eingebaut haben. Dafür haben wir aber den Schaden vom geweihten Zorn, wenn wir halt Sachen benutzen hier, so wie göttlicher Sturm und so weiter. Also ich finde, das Ganze kann sich sehr, sehr gut sehen lassen und die Rotation, die macht sehr, sehr viel Schaden. Wie ihr sehen könnt, ist das sehr, sehr stark im AOE. Ja, also es ist ein wahnsinniger Burst im AOE und ich meine, ich habe jetzt nichts ab. Ich habe mir keinen Flask reingeknallt, keine Fläschchen, ich habe keinen Legendary an. Und mit einem Legendary wäre das halt locker ein AOE von 22, 23k. Und Fläschchen und so weiter, alles auch dabei. Ein solider Grundstamm von 220 ES, also das wäre locker gute 22 bis 23 bis 25k DPS im AOE. Genau, lasst uns mal weitermachen mit der Single-Target-Rotation. Die ganz normale Rotation, die habt ihr hier unten gesehen. Schaut euch das Ganze nochmal in Slow-Motion an, wenn ihr ohne Makro spielen wollt. Würde mich auf jeden Fall auch, Mich würde sehr interessieren. Spielt ihr mit Makros oder spielt ihr ohne Makros? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Lasst uns mal zur Single-Target-Rotation kommen. Bis gleich. Dann fangen wir jetzt mal hier an mit der Single-Target-Rotation für Geweihter Zorn. Ist natürlich so, ist klar. Geweihter Zorn ist ein AOE-Talent, deswegen wird die Single-Target-Rotation, die wird auch guten Schaden machen, ja. Allerdings ist das nicht auf Single-Target ausgelegt. Lass uns mal reinstarten. Wir fangen jetzt mal hier an. Ne? Komm, 3 Sekunden noch auf das Trinket. 3, 2, 1, zack. Wow, ich kann zählen. Mensch, Wahnsinn. Judy, weiter geht's. Auf geht's in die Rotation. Die Rotation seht ihr wie immer hier. Gut, wir machen auch hier eine Weihe. Ja, die Weihe, die ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Die macht auch sehr, sehr guten Schaden. Ganz, ganz klar. Cooles Urteil mit einem Richturteil vorher. Und ihr seht, der Schaden, der kann sich auch sehr, sehr gut sehen lassen. Und jetzt würden wir hier ganz normal mit unserer ganz normalen, stinknormalen Rotation weitermachen. Und wie gesagt, achtet darauf. AOE, himmlische Macht und Single-Target, Klinge des Zorns. Ja, Leute, ich komme jetzt nochmal zu einer ganz, ganz kurzen Erklärung. Also es geht einfach darum beim Paladin, die Zwischenburst-Rotation, die packe ich euch in die Videobeschreibung rein. Ne? Genau, oder ich erkläre sie euch eben. Das machen wir so, Es geht darum, solltet ihr mit Todesurteil spielen, dann wartet ihr natürlich auf eure Cooldowns ab. Ihr habt natürlich euer Todesurteil, hat eine Minute Cooldown. Dann ist es so, eure Aschewelle hat 45 Sekunden Cooldown, das ist egal, für uns im Kopf hat sie einen 1 Minuten Cooldown. Dann geht es weiter mit Seraphim, hat auch 45 Sekunden Cooldown. Machen wir natürlich alles zusammen. Wir warten diese 15 Sekunden ab und der göttliche Glockenschlag hat auch 1 Minute Cooldown. Das heißt, wir können jede Minute einen sehr, sehr guten Burst zünden, in Kombination vielleicht mit einem Trinket, solltet ihr eins haben, ja. Genau, ansonsten ist es auch nicht so wild, wenn ihr kein Trinket habt. Genau, und dann macht ihr das so, dass ihr im Grunde genommen genau diese Rotation hier fahrt, nur ohne eure Wings. Und das ist trotz alledem wirklich sehr, sehr stark. Ja, Leute, ihr kennt mich und ihr kennt meine Aufnahmen und ihr wisst, wie gerne ich mal reinfail. Ja? Also ich habe hier gleich nochmal ein kleines Special für euch. Es ist so, wenn ich die Aufnahmen mache, ne, ich habe keine Lust zu irgendwie 10.000 Mal zu schneiden oder wie die Aufnahmen zu wiederholen, weil sie dann perfekt. Ja, kein Mensch ist perfekt. Niemand ist perfekt. Und ich mache die Aufnahmen und knall die einfach so raus, so wie sie sind. Ne? Ihr kennt mich ja. Und ich fand das ganz, ganz witzig. Da habe ich nochmal ein kleines Special jetzt hier für euch. Und vor allem, Leute, ist das nicht schön? Ja? Wenn ihr die Fenster geputzt habt und ihr Kinder habt, ihr mitten in der Aufnahme seid und dann mitten in der Aufnahme feststellt, Alter, dein Fenster hinten, ne? Das hat mal richtig schöne Kinderhände hinten dran. So ist es so. Dann denkt man sich so, oh, ja, alles klar. Aber egal, das lade ich jetzt einfach so hoch. Ne? Und genau, jetzt wieder mal ein Special hier. Ein kleines Special, Special. Okay, liebe World of Warcraft-Freunde. Falls euch der Retri-Paller gefällt, lasst mir ein Like und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall wahnsinnig freuen und vor allem auch wahnsinnig unterstützen. Ja? Lass uns mal zur Single-Target-Rotation kommen. Ich habe jetzt hier den Burst nicht ab. Das Legendary, wollte ich gerade sagen. Legendary sowieso nie an. Ich habe jetzt hier das Trinket nicht ab, aber das ist nicht schlimm. Lass uns mal loslegen hier. Zack, auf geht's. Das ist die Single-Target-Rotation. Wir bauen natürlich erstmal Heilige Macht auf. Benutzen das Seraphim. Seraphim sehr, sehr stark. Benutzen auch hier die Weihe. Ja, die Weihe ist nochmal so ein kleiner Extra-Schaden, den man sehr, sehr gut mit einplanen kann. Schnell gemacht, schnell rausgehauen, zack.
Und ich erkläre euch gleich nochmal was. Letztes Urteil. Oh Mensch, ich bin immer noch in der AOE-Rotation. Oh nein. Aber ihr seht, selbst mit der AOE-Rotation war ich ein bisschen getragen. Gut, Schaden. Ja, Leute, das war's auch mit diesem Video. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Lasst mir ein Like und ein Abo da. Vielen, vielen lieben Dank. Bis dann. Ciao. Peace. Check the guide off, atme Shadowland. Easy game, we like this is, pimp that skill.